Hallo, mein Name ist Gerion und ich bin Wikipedia-Autor. Herzlich willkommen. In diesem kleinen Video möchte ich dir jetzt zeigen, wie man eine Benutzerseite anlegt. Links oben auf dem Bildschirm siehst du deinen Benutzernamen. Wenn du dort draufklickst, kommt eine Meldung, diese Benutzerseite existiert noch nicht. Und wie du diese anlegst, das möchte ich dir jetzt zeigen. In der zweiten Zeile siehst du einen Reiter, der heißt Erstellen. Jetzt kannst du deine Benutzerseite bearbeiten und dort einen kleinen Text einstellen. Vielleicht stellst du dich kurz vor, was deine Interessen und Themengebiete sind, damit andere Benutzer sehen können, mit wem sie es zu tun haben und du dich ein bisschen vorstellen kannst. Du hast dich jetzt auf deiner neuen Benutzerseite kurz vorgestellt. Jetzt siehst du oben rechts ein großes blaues Feld, in dem steht Seite speichern. Klick da mal drauf. Hier wird erst kurz die Lizenz des Textes vorgestellt. Du kannst das speichern und schon ist dein Text veröffentlicht. Du hast dich auf deiner Benutzerseite vorgestellt. Das ist jetzt Bestandteil der Wikipedia. Ich möchte dir auch kurz einmal zeigen, wie andere Benutzerseiten aussehen können. Das ist zum Beispiel die Benutzerseite eines Wikipedianers. Der hat dort ein Foto von sich veröffentlicht und beschreibt, was er so in der Wikipedia macht. Er hat Fotos hochgeladen, er hat Artikel bearbeitet und schon ist man gut über ihn informiert. So können Benutzerseiten aussehen. Du kannst eigentlich alle Seiten der Wikipedia verändern und alle Seiten der Wikipedia bearbeiten, nur solltest du am besten die Benutzerseiten von anderen Benutzern nicht verändern. Das sind ihre persönlichen Seiten und die sollten von dir nicht bearbeitet werden. Auch die Bearbeitung, die du eben gemacht hast, indem du deine Benutzerseite angelegt hast, ist in der Wikipedia gespeichert. Du kannst, wenn du auf deine eigene Benutzerseite auf Versionsgeschichte gehst, siehst du, aha, der Benutzerseitenheld hat hier etwas angelegt. Dort kannst du auf den Namen klicken und bist auf der Benutzerseite des Benutzerseitenheldes. Jetzt möchte ich dir noch kurz die Reiter erklären, die du oben auf dem Bildschirm siehst. Dies ist auf allen Wikipedia-Seiten gleich. Dort hast du deinen Benutzernamen. Daneben ist ein Reiter, der heißt Diskussion. Das ist deine Benutzerdiskussionsseite, wo andere Benutzer dir Nachrichten hinterlassen können. Dazu gibt es noch ein anderes kleines Erklärvideo. Dann haben wir einen Reiter Beobachtungsliste. Artikel, die dich besonders interessieren, die du angelegt hast oder Artikel, die du bearbeitet hast, tauchen dann hier mit der letzten Änderung im Artikel auf deiner Beobachtungsliste auf. Dort kannst du sehen, was an diesen Artikeln verändert worden ist. Als nächstes der Reiter Beiträge. Dort sind alle deine Bearbeitungen aufgelistet. Und hier kannst du dich wieder abmelden. Und auch wieder anmelden. Dazu ist eigentlich schon so gut wie alles zu den Benutzerseiten gesagt. Du kannst jetzt loslegen. Schön, dass du dir dieses Video angeschaut hast und wir freuen uns schon auf deine Mitarbeit in der Wikipedia mit deiner neuen Benutzerseite.